liebe Gaming-Freunde, ich habe für euch heute mal ein etwas verrückteres Video. Und zwar ist das entstanden aufgrund eines Wunsches bei meinem Instagram-Account, weil ich da immer wieder so zeige, was ich an neuen Spielen gekauft habe oder was ich jetzt gerade irgendwie irgendwo gesehen habe und was mich interessiert. Und da hatte mich halt jemand gefragt, kannst du zu dem und dem Spiel mal was bringen? Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, okay, mache ich natürlich. Aber auf jeden Fall, ja, Vorsicht jetzt, Epilepsie-Warnung, das, sorry, kann ich hier zwischendurch jetzt leider nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich zeige euch mal meine Hitliste meiner fünf verrücktesten Famicom-Games, weil ich eben auch ganz gerne schräge japanische Games sammle und die eben auf dem Famicom spiele oder eben auf entsprechenden HD-Konsolen. In diesem Fall ist es jetzt hier gerade die Variante HD-Konsole. Das heißt, ich spiele das Ganze jetzt hier gerade mal auf dem Retro-Freak. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass ich es halt immer auch nochmal auf den Originalkonsolen oder anderen Nachbauten probiere. Aber hier kriegt ihr von mir jetzt einfach das beste Bild. Und deswegen meine Top 5 der verrücktesten japanischen Famicom-Games. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere, vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. So, meine Nummer 5 ist, ich hoffe, man sieht es hier ein bisschen, Pocketsaurus. Und das ist das, was hier gerade auch schon im Hintergrund läuft und auch schon für psychedelische Anfälle sorgt. Ich kann das jetzt hier leider nur so ein klein bisschen abkürzen. So, worum geht es in dem Game? Hier gibt es so einen kleinen Robotsaurier. Das ist ein ganz klassisches Jump'n'Run mit sehr schönen Farben, wie ihr seht. Ganz gefällig und ganz niedlich und das hat wohl auch so einen edukativen Anspruch. Keine Ahnung, was man da jetzt genau bei lernen soll, weiß ich nicht wirklich, ist aber auch, glaube ich, egal. Es ist wirklich ganz nett gemacht und man hat also hier immer so Extras, die man aufsammeln muss. Und ja, es ist nichts wahnsinnig Neues oder so, aber es ist hübsch, ja. Also diese Extras hier, das sind irgendwelche Flaschen, die man da sammelt und diese Flaschen gibt es dann auch als Trinkflaschen, als Merchandise habe ich gesehen in Japan und diese Serie ist da wohl auch sehr beliebt. Mir hat sie jetzt vorher nichts gesagt, aber wie ihr seht, sehr bunt, sehr lustig. Hier gibt es immer so extra Räume, die man kann, wenn man bestimmte Dinge vorher aufsammelt. Es gibt ziemlich fette Levelbosse, die teilweise auch eine ganz raffinierte Taktik benötigen. Also hier in diesem Level zum Beispiel ist es so, dass man den Boss nur besiegen kann, wenn man eine ganz bestimmte Stelle trifft. Hier sind immer so Quizpassagen drin und wenn man richtig antwortet, dann kriegt man Extras und mit diesen Extras kann man dann halt, wie gesagt, andere Levelabschnitte erkunden und so weiter und so weiter. Das ist ganz süß und man kann den Pocketsaurus hier zu einem ja, regelrechten Bollwerk ausbauen. Der hat dann alle möglichen Extrakräfte. Und ja, wie ihr schon seht, das Ganze ist super nett gemacht. Man soll sich aber nicht davon täuschen lassen, trotz der Tatsache, dass es als Kinderspiel fungiert. Ja, jetzt seht ihr das mal, jetzt habe ich ihn hier in diesen Roboter verwandelt. Ist das Ding ziemlich heavy, das heißt also, es ist nicht so, dass man da jetzt da blind durchlaufen könnte oder sowas. Alle Spiele, die ich euch hier übrigens zeige, habe ich für etwa 2-3 Euro bekommen. Die sind also nicht besonders teuer. Ja, hier dieses Ding ist nervig, was jetzt hier gerade um mich rumflog, weil das begleitet einen so lange, bis man es abschießt. Und wenn man es nicht abschießt, ja, dann wird es halt noch nerviger und so weiter und so weiter. Interessant bei dem Spiel ist auch, man kann den absolut letzten Levelboss jederzeit am Levelende herausfordern. Hat natürlich aber eigentlich überhaupt gar keine Chance, wenn man es tut, weil man dann entsprechend erstmal aufleveln muss und sich aufbauen muss. Trotzdem kann man das und wenn man also waghalsig oder verrückt genug ist, könnte man also hier Speedrun-mäßig sicherlich relativ schnell das Ganze durchzocken. Also ich habe das noch nicht geschafft, aber ja, auf jeden Fall, das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, die man hat, die ansonsten relativ eigenartig ist, die ich so auch noch nicht in einem anderen Game gesehen habe. Ja, so, das heißt also Pocketsaurus. Ich will jetzt hier nicht die Spiele im Detail vorstellen und alles Mögliche spoilern, auch wenn ich da schon den ein oder anderen Level gesehen habe. Grundsätzlich ist es so, dass es hier eine ganze Menge grafische Unterschiede auch in den Levels gibt. Also hier zum Beispiel muss man ein Höhlensystem erkunden und wie ihr jetzt gerade seht, zum Beispiel nicht in diese Löcher fallen und so weiter und so weiter. Hier ist dieser Boss-Modus, von dem ich gesprochen habe. Man kann also jederzeit hier diesen Endboss, der da am Ende kommt, das ist er noch nicht gewesen.
sondern der hat zig Inkarnationen. Den kann man dann, wie gesagt, herausfordern. Und wenn man das schafft, öffnet sich hier oben diese Tür. Aber wie gesagt, man hat nicht wirklich eine Chance, das tatsächlich am Anfang auch schon zu schaffen. Aber es geht, man kann das also machen. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier natürlich versagt, weil ich hier viel zu früh im Spiel bin. So, also das ist Pocket Saurus. Das ist meine Nummer 5 der schrägen japanischen Spiele. Und es ist so, dass ich das hier sortiert habe nach den Spielen, von denen ich denke, die sind abgefahren, aber noch spielbar. Und die, die weiter oben auf der Toplist sind, sind dann schon so schräg, dass ich echt mich frage, okay, muss man das machen oder kann das weg oder ist das Kunst oder so? Aber die haben irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert, weil sie schon wieder so schräg sind. Oder andersrum, das ist so wie mit Trashfilmen, so schräg, dass schon wieder gut ist. Und deswegen will ich es euch nicht vorenthalten. Aber das hier ist also meine Nummer 5. Das heißt also, von den schrägen Dingen, die ich hier so ausbuddle, von meiner Meinung nach her das am besten spielbarste und mit am meisten Fun durchsetzte Game. Ja, kommen wir mal zur nächsten Nummer. Wir sind gleich wieder da. So, und weiter geht's mit dem nächsten bekloppten Titel. Der ist gar nicht so bekloppt. Das ist, ja, man kann es hier wirklich echt schlecht sehen, aber ich kann einfach nur das Licht entweder hier für den Bildschirm oder drumherum einstellen. Das ist Super Chinese. Super Chinese ist, wie gesagt, gar nicht mal so übel aus meiner Sicht. Macht nämlich vor allem zu zweit ganz ordentlich Spaß auch. Man kann es wirklich ganz gut zocken. Ja, politisch korrekt ist das Spiel wahrscheinlich nicht. Ist von Namco und es bedient eine Menge schräger Klischees. Es gibt eine ganze Menge Teile davon. Es ist allerdings so, dass die anderen Teile für westliche Zockernaturen ganz schön schwer zu spielen sind, weil mehr so RPG-lastig. Ja, ihr seht, da hinten hatten wir gerade eine Oberweltkarte. Hier ist der kleine tapfere Chinese, der sich jetzt hier durch diese Welt kämpft. Die ist übrigens total kaputtbar. Man kann also alle möglichen Sachen hier treffen, dabei Extras einsammeln. Man muss dann die Gegner, die hier rumlaufen, entsprechend besiegen. Ja, hier habe ich zum Beispiel jetzt so einen Superschuss bekommen. Das ist manchmal absolut notwendig, weil es gibt bestimmte Gegner, die mit normalen Mitteln gar nicht kaputt zu kriegen sind oder nur mit bestimmten Taktiken, wie zum Beispiel so einer Rolle vorwärts hier. Ja, so dementsprechend. Am Anfang ist es noch relativ simpel, aber hinterher wird es richtig, richtig knifflig. Man muss eine bestimmte Gegneranzahl hier töten, dann kommt man ins nächste Level. Es gibt aber, so wie hier auch zum Beispiel, Bonuslevel und Geheimnisse. Das lohnt sich halt, sich das anzugucken. Grundsätzlich gilt, auf alles hauen, was sich nicht bewegt und auf alles, was sich bewegt. Denn nur dann bekommt man die Punkte auch gut geschrieben. Wenn man also die Sachen einfach nur berührt, so wie jetzt hier, seht ihr, dann geht da gar nichts. Man muss das also alles treffen. Und dementsprechend muss man dann grundsätzlich halt mit geballter Faust durch ein Level laufen. Das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, weil man wirklich alle 5 Sekunden eine Taste drücken muss. Aber das Spiel ist halt so aufgebaut. Und dementsprechend, wie gesagt, eigentlich ganz lustig. Es gibt eine ganze Menge Levels. Es gibt zum Beispiel auch Level-Abkürzungen und alle paar Levels gibt es einen fetten Boss, der auch immer eine entsprechende Taktik erfordert. Wie gesagt, zu zweit hat man es da ein ganzes Stück leichter und es ist auch viel interessanter. Und es gibt eine ganze Menge komischer Gegner auch, die so ohne weiteres, wie ich eben schon gesagt habe, gar nicht zu besiegen sind oder für die man sich was echt überlegen muss. Dementsprechend hat es der kleine Chinese gar nicht immer so leicht. Man kann aber eine ganze Menge extra Leben ansammeln mit der Zeit und dann eben hoffen, dass man es dann irgendwie dann bis zum nächsten Level schafft. Das ist aber, wie gesagt, nicht immer ganz so einfach. Und am Anfang hat man so den Eindruck, oh, komm, da läufst du locker mal gerade ein paar Stunden durch oder sowas. Aber wenn man dann mal ein paar höhere Levels erreicht hat, merkt man, huiuiui, jetzt geht es richtig rund. Und man ist schon ganz, ganz erpicht darauf, dass man möglichst überhaupt keine Treffer mehr kassiert, weil es dann irgendwann richtig fies wird. Dieses Ding, was zum Beispiel hinter mir herläuft, das so aussieht wie so ein Schuhsack oder so, das zum Beispiel kann einen fressen und einem ganz ordentlichen Schaden zufügen und dann auch nicht wieder loslassen. Man ist dann auch noch der Situation ausgeliefert. Das ist ganz, ganz fies. Also ja, wie gesagt, so Warps gibt es, damit man Level abkürzt. Ich habe aber festgestellt, dass manchmal vielleicht gar keine tolle Idee ist. Eventuell sollte man sich da vielleicht noch vorher ein paar Sachen aufsammeln oder sowas, weil je nachdem, in welches Level man kommt, hat man also eine extrem steile Lernkurve dann und gar nicht mehr die Chance, da wieder rauszukommen, weil man möglicherweise verpasst hat, wie man bestimmte Gegner besiegt, die dann schon mittlerweile an der Tagesordnung sind. Ja, also das Spiel hat es nachher richtig gehend in sich.
So süß, wie das hier aussieht, ist es tatsächlich am Ende nicht mehr. Es wird nachher sehr fordernd. Es macht aber, wie gesagt, durchaus eine Menge Spaß. Es sieht, ja, ich sag mal, nicht so furchtbar schlecht aus. Es ist ziemlich bunt, sehr abwechslungsreich und es hat eine ganze Menge Überraschungen zu bieten. Also von den Spielen, die ich jetzt hier habe, ist es eins mit dem meisten Potenzial, würde ich sagen. Also wenn man es preiswert bekommt, dann ist es sicherlich ein Tipp. Ja, hier seht ihr zum Beispiel wieder andere Gegner und dann seht ihr auch noch, dass die Levels dann plötzlich auch noch irgendwelche Fallen beinhalten. Also das Ganze wird immer verrückter und abgefahrener und es lohnt sich wirklich, das mal eine ganze Zeit durchzuspielen. Da es kein Passwortsystem gibt, zumindest habe ich jetzt hier keins gefunden, muss man das, wenn man jetzt nicht so wie ich jetzt hier zum Beispiel auf dem Retro-Freak zockt, natürlich in einem Rutsch durchspielen. Das ist dann natürlich schon fordernd. Ja, hier seht ihr nochmal einen Level-Boss und seht ihr auch nochmal den Zwei-Spieler-Modus. Also es ist ein Spiel, was sich aus meiner Sicht für einen schmalen Taler lohnt, was man mal zwischendurch ins Famicom schmeißen kann. Es ist sicherlich keins, wo ich sage, es muss man unbedingt gespielt haben. Und wie gesagt, unbedingt, wenn ihr da auch Spaß dran habt, euch das zu besorgen, den ersten Teil besorgen, weil die anderen sind ein anderes Genre. Da habt ihr auf jeden Fall wesentlich mehr Schwierigkeiten, dann hinterher das zu spielen. So, zum nächsten Titel. So, dann kommen wir jetzt hier mal zu einem Titel, der ist sehr Castlevania angehaucht von Jellico. Und der nennt sich Yukai Club. Der ist ja so im Mittelfeld, deswegen auch hier so in der Sammlung irgendwo dazwischen. Steuerungs- und animationstechnisch ist er nicht wirklich gelungen. Das ist das Problem. Es gibt eine Menge Backtracking in dem Spiel. Was ihn auszeichnet und warum der gar nicht so unspannend ist, ist, dass er eine Menge interessante Überraschungen hat. Also das heißt, es gibt immer wieder so Feinde oder Abschnitte, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Es gibt relativ viel zu erkunden, leider kein Passwortsystem oder irgendwie sowas. Die Grafik ist auch sehr durchwachsen. Die ist irgendwo zwischen, ja, ihr seht es gerade, ne? Dann fällt man runter und dann ist ein Sprung und man ist wieder oben, aber das sieht alles sehr träge aus. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, hier muss man zum Beispiel Schlüssel suchen. Ja, die Grafik ist zwischen zweckmäßig und teilweise ganz interessant. Manche Gegner, so wie eben dieser Geist, der hier durchgeschwebt ist, sind sogar richtig hübsch. Wenn man sich die im Detail ansieht, sind die wirklich ganz gut. Man kann da unten eine Experience-Leiste aufbauen, man kann diverse Sachen oder muss man teilweise auch aufsammeln. Es gibt verrückte Hintergründe, die anfangen sich zu bewegen, teilweise sehr fordernde Endgegner auch. Manche Grafiksets sind wirklich hübsch und abwechslungsreich, während andere wirklich einfach öde sind. Ja, also alles, was man eigentlich auch so aus dem bekannten Vorbild kennt, in etwas schlechter und in teilweise aber auch ganz interessant. Das ist kein Spiel, was ich irgendwie empfehlen würde. Es ist aber auch eins, wo ich sage, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man es kauft und mal eine Runde spielt. Man hat jetzt nicht wirklich damit einen Verlust. Das dümpelt halt alles so vor sich hin. Also nicht wirklich gut und auch nicht wirklich schlecht. Kann man machen, muss man nicht. Hier seht ihr das gleich. Da kommt jetzt zum Beispiel aus dem Hintergrund so ein Gesicht raus, was ich zum Beispiel ganz originell finde. Das sind so kleinere Sachen, wo ich sage, okay, das Spiel hat so seine Momente und hat auch Potenzial. Hier haben wir wieder welche von diesen Geistern, von denen ich eben schon sagte, ich finde, die sehen echt ganz schön aus. Aber letztendlich bleibt halt weit hinter dem angestrebten Original zurück, aber es ist auch nicht wirklich übel. Also es ist halt so ein bisschen schade, dass das, was man so erreichen kann, irgendwie nicht erreicht wird und dass es immer so ein bisschen aussieht wie gekonnt und nicht gewollt. Es ist hammerschwer, aber es ist auch nicht so, dass man es nicht schaffen kann. Eine Speicherfunktion gibt es nicht. Hier ist es natürlich auf der Konsole, ist das kein Problem, weil man hier natürlich dann entsprechend Save State anlegen kann, wenn man das Spiel einmal eingelesen hat. Trotzdem, ich glaube nicht, dass wenn man es auf der Original-Hardware spielt, man da, wer weiß, wie lange durchspielt, um da wirklich alles zu sehen. Da müsste man schon eine Menge Sitzfleisch haben. Ja, hier seht ihr mal einen der Endgegner. Die sind teilweise ganz nett. Der hier kommt aber irgendwie auch ohne Animationsphasen aus. Ja, ne, das ist alles so gemischt. Also nicht wirklich klasse, nicht wirklich schlecht. Kann man machen, muss man nicht.
Ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. So, dann kommen wir jetzt hier zu unserer Wunschvorstellung. Das ist Ninja Hattori Kun. Und das hier ist ein Spiel, was sich, wie gesagt, jemand auf dem Insta-Channel gewünscht hat. Das ist ein Spiel, was aus meiner Sicht extrem knifflig und nervig ist. Es ist von Hudson Soft. Insofern habe ich gedacht, kann es eigentlich gar nicht so schlecht sein. Aber ja, also mal, wenn ihr euch zum Beispiel mal die Wurfanimation jetzt hier anguckt, das sieht echt so aus, als hätte er in die Steckdose gepackt, der Kurze hier. Dann Sprünge sind unheimlich schwer hinzukriegen. Nein, ich bin nicht so doof, diesen Apfel da oben zu holen, obwohl ich das ja sonst, wie gesagt, ganz schlecht kann. Aber der bleibt hier wirklich an jeder Pixelkante hängen. Und wenn der zum Beispiel läuft, dann läuft er immer auch noch, wenn ihr springt, immer noch ein Stückchen weiter. So ähnlich, wie ihr das mal hattet, vielleicht mit Luigi, wenn ihr euch mal erinnern könnt, bei manchen Spielen, der immer so ein bisschen über die Ecken slidet. Ja, so, ja. So ähnlich ist das hier auch. Also ihr müsst hier den Gegnern ausweichen. Manchen kann man tatsächlich nur ausweichen. Manchen kann man hier auch mit den Wurfsternen abschießen. Da oben ist so eine Leiste. Da gibt es dann Gerüchte halber auch noch andere Waffen, Extras, keine Ahnung. Boah, also ihr seht, das ist teilweise richtig knifflig. So, jetzt habe ich es mal bis zum Endboss geschafft. Irgendwie muss man da jetzt diese ich weiß nicht mal, ob es ein Endboss ist, ehrlich gesagt. Also diese weißen Dinger muss man aufsammeln und den Hanteln muss man ausweichen. Wenn man die auf die Rübe kriegt, ist schlecht. Warum da oben so ein Wecker rumläuft, weiß ich nicht. Abschießen kann man hier nichts. Ich glaube, dass es einfach nur sowas wie Bonuspunkte sind oder so. Der Sinn entzieht sich mir irgendwie, ja, also von diesen, keine Ahnung was, Dingern, keine Ahnung was es ist, plattgefahrene Badeenten oder so, habe ich jetzt also welche gekriegt und dementsprechend Bonuspunkte, good luck, ja, das braucht man hier wirklich, weil die Steuerung ist, schwierig. So, jetzt sind wir im zweiten Level, der sieht aus wie der erste Level, oh Wunder, nein, der ist nicht komplett identisch, also, die sind hier noch nerviger, die Viecher. Ihr müsst jetzt anstelle von Äpfeln zum Beispiel Kirschen aufsammeln. Ihr sterbt aber genauso schnell. Also manchmal kann man weder vernünftig ausweichen, noch den eins auf den Deckel geben. Also weiter als bis zum zweiten Level haben es meine Nerven bisher nicht durchgehalten. Das Spiel ist also auf jeden Fall sehr schräg. For my English-speaking viewers, because you told me you wanted to see this game, so ausnahmsweise heute nochmal auf Englisch auch eine kurze Übersetzung. The game is hard as hell. It's very, very hard to control the little guy because he runs very fast, but you jump and run nearly at the same time. So if you jump, you run a bit and you can't jump to the point where you want to be. And so it's very hard to get him where you want him to. And some enemies you can't kill. You only can avoid them, but because it's so tricky to control the ninja, it's very hard to avoid them. So you can see this. This is the demo version. And as far as I know, the programmers have made the demo version, so you see they are not going to make it, so it is really, really hard. You don't have a lot of different graphical settings. The first two levels are nearly the same. You just collect some other fruits. So maybe later on there would be other graphics. I just don't know. I didn't try because it's very hard to get it to hold on. So I maybe someday I'll try this, but yeah, I think it could make me yeah, I don't know how to put it, but somehow weird, like this ninja, maybe. So I think I won't play this for very long, but it's kind of funny. The graphics and the animations are really strange. And yeah, you can play it, but you don't know what you're doing, why you are doing this, if there's any goal, I don't know. So
Maybe if you play it for a longer time, you can find out, but I didn't. Ja, also das ist so kurz gefasst nochmal in Englisch das, was ich auch so gerade hier so ein bisschen rausgefunden habe für euch. Das Game ist halt wirklich, wirklich schräg. Aber wenn ihr dachtet, das hier ist schon schräg, gleich wird es noch viel, viel, viel so, schräger. Das ist also der Gipfel der schrägen Games. Und zwar ist das Seikima oder Seikima 2, keine Ahnung. Man kann das hier leider jetzt ganz schlecht sehen. Also ich kann halt von der Helligkeit her euch das jetzt nicht besser ranholen. Da geht es wohl um so eine Art Rockband, die wohl so ein bisschen aussieht wie Kiss. Also so von der Gesichtsbemalung und die Musik soll wohl ähnlich sein. Keine Ahnung, sind in Japan wohl irgendwann mal unglaublich angesagt gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob die außer mir dann überhaupt mal jemand gesehen hat oder kennt. So, also zunächst mal gebt euch mal bitte die Musik hier. So, und wieder von vorne. Und das geht jetzt die ganze Zeit so. Und was man hier machen muss, ist mit dieser Figur, die sich steuert wie ein nasser Sack, wirklich, und das ist echt das ist untertrieben, kann man oder muss man halt hier alles einsammeln. So, das kann klappen, das muss nicht, weil, wie gesagt, die Steuerung ist, also ich versuche jetzt gerade nur mal da oben hochzukommen, diese Äpfel zu kriegen. Ja, ihr seht, aber das geht vielleicht, vielleicht auch nicht. So, währenddessen bin ich schon tausendmal gestorben. Wenn man das aber nicht macht, kriegt man halt nicht alle Levelabschnitte frei. Man muss halt, wie gesagt, hier alles einsammeln. Wie ihr seht, hier jetzt zum Beispiel selbe Höhe, problemlos zu springen. Da hinten überhaupt nicht möglich. Diese komischen Köpfe hier, das sind die von der Band, die muss man irgendwie einsammeln. Die Animation ist grauslich. Die Farben sind ja bestenfalls erträglich, schräg. Boah, keine Ahnung. Also so, und jetzt zum Beispiel, ich versuche jetzt da hoch zu springen, ja. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Aber warum? Weiß ich nicht. Wenn ich aber von hier springe, komme ich schon ein ganzes Stück weiter. Macht also totalen Sinn. Ja, ich komme trotzdem aber nicht da hoch. Also die Steuerung ist ganz furchtbar grausam. Dagegen war die von Ninja Hattori Kunde auch wirklich ein Knaller. Ja, und also ich habe das hier schon vergleichsweise lang gespielt, bin in mehrere Levels gekommen. Also hier unten zum Beispiel diese Bretter, die hier unten sind, die kann man aufmachen und dann da unten in diese Etage noch runter. Wenn man dann irre genug ist. Also es geht auf jeden Fall. So, also ne, manchmal kommt man hier hoch, wie ihr seht. Ja, nur jetzt, ne, immer wenn ich dann gerade mal so weit bin. Und dann, obwohl man nur nach oben drückt, läuft er trotzdem nach links und rechts. Ich weiß nicht, warum der das macht. Es sieht immer so aus, als ob der ganz dringend mal irgendwo hin müsste oder so. Also ich weiß ja nicht. Also für dieses Spiel braucht man auf jeden Fall Nerven wie Drahtseile. Möglicherweise hält man das auch wirklich nur mit einer wahnsinnig rockigen Musik im Hintergrund aus. Vielleicht geht's dann, müsste ich mal probieren, keine Ahnung. Wenn man es einfach nur so spielt, ist es auf jeden Fall nah an Körperverletzungen. Ja, und es ist halt immer das Gleiche, man muss halt eigentlich alles einsammeln. Es könnte, wenn die Steuerung gut wäre, eigentlich recht spaßig sein. Ich meine, sagen wir mal, so ein Bubble Bubble oder so funktioniert ja vom Prinzip auch nicht viel anders. Aber es ist, wie gesagt, also man weiß einfach nie, warum springt er jetzt irgendwo hin oder nicht hin. Ne? Also hier zum Beispiel, da rechts hoch, ist nicht. Es geht nicht. Und ganz plötzlich stellt er fest, hey, geht ja doch. Und dann geht's wieder. Und dann geht's wieder nicht. Und ja, kann sein, muss nicht. Und ja, so, jetzt zum Beispiel, ne, die ganze Zeit vorher, nein, jetzt geht's wieder. Das, also die Steuerung alleine macht einen so wuschi, dass man wirklich nah am Rand der Verzweiflung ist. Das Level-Design ist grausam, weil man natürlich einfach auch immer so springen muss, dass man immer irgendwie wirklich in die Feinde springt, weil deren Bewegungsmuster auch durch diese komische Trägheit, die Spielfigur hat, sich irgendwie immer überschneiden mit dem, was man hier so machen muss. Was ihr allerdings seht, der hält eine Menge aus, der Kerl, ja? Also ich meine, klar, ne, so ein Bandmitglied aus einer Hardrock-Band, ne, ist natürlich auch kein Weichei. Also den kannst du hier 50 Mal überfahren. Der lebt immer noch locker munter weiter. Also irgendwie egal eigentlich. So, jetzt dackelt er dann mal irgendwann ab nach dem 570. Tod. Er stirbt auch sehr stylisch. Gerüchten zufolge hat das Ganze was damit zu tun, dass sich hier alle irgendwie in der Hölle aufhalten. Oder frag mich, keine Ahnung.
Ja, jedenfalls, das ist also wirklich ein Spiel, wo ich sage, entweder muss man da eine Engelsgeduld für haben, einen leichten Schaden, Fan von dieser Band sein, keine Ahnung, wie viel es davon noch geben mag, oder einfach, ich sag mal so wie ich jetzt hier, mit euch diesen Spaß veranstalten, euch Sachen zu zeigen, die man sonst wahrscheinlich im Leben nie ausgraben würde. Also ich warne davor, das zu kaufen, aber wenn man es denn mal hat, klar, dann guckt man sich es natürlich mal an. Aber wie gesagt, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, geht los und holt euch das, weil sonst habt ihr was verpasst oder so. Und ja, ihr seht da diese Trägheit allein schon. Ich versuche jetzt nur mal wieder links rüber zu springen und auch das ist wieder unmöglich. Und dann beim irgendwann so und so vielen Anlauf funktioniert es dann und dann fällt man wieder runter. Und also wahnsinnig anstrengendes Spiel, wahnsinnig nerviges Spiel. Aber irgendwie halt so schräg, dass ich es euch nicht vorenthalten würde. Deswegen auf jeden Fall mein verdienter Platz, eins der schrägsten Famicom-Spiele, die ich euch so zu bieten habe. Ich habe noch jede Menge von diesen Dingern. Wenn ihr Lust auf so ein schräges Zeug habt, könnt ihr mir das ja ruhig mal posten. Vielleicht mache ich da nochmal so ein Video. Habe ich natürlich auch für zig andere Systeme, habe ich natürlich auch so verrückten Kram. Also wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt oder mal abgefahrene Homebrews oder sowas, ja, wie gesagt, schreibt es in die Comments. Ich mache das gerne nochmal. Aber für heute war es das dann und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Verständnis, dass ich jetzt mal eine Pause brauche. Bis dann, ciao!